Fairtalk gibt es nur, weil es euch gibt, weil es eure Unterstützung gibt. Und deswegen möchte ich heute nochmal daran erinnern, wenn ihr auch in Zukunft Fairtalk schauen wollt, dann brauchen wir euch und dann brauchen wir euren Support, denn nur mit euch geht es weiter. Und ich kann euch versprechen, wir haben noch eine ganze Menge vor. Also danke an alle, die uns unterstützen und die das noch nicht tun. Einfach mal hier unter das Video schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Werdet zu Unterstützern und ja, ihr werdet nicht enttäuscht werden, das kann ich versprechen. Wir haben noch viel vor in der Zukunft. Dankeschön und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Auf Augenhöhe. Liebe Community, hier ist unser Q&A zur Sendung Energie und Inflation. Wie bewältigen wir die Krise aus Hamburg? Guten Abend. Ja, wir haben einen großartigen Marathon hinter uns und jetzt hat unser Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen an unsere Gäste. Ich möchte noch mal ganz kurz vorstellen, Professor Ulrike Giraud. Judith Flora Schneider. Dr. Hans-Jürgen Völz. Und Marc Friedrich. So, ganz einfach, wie in der Schule, einfach melden. Ralf und Janine sind jeweils mit Mikrofon unterwegs. Haben wir schon jemanden? Die erste Frage, bitte. Ja, schönen guten Abend. Erstmal herzlichen Dank für die ausführlichen und für die wohlmeinenden Worte heute Abend. Ich möchte eigentlich so ein bisschen den Ringschluss schließen. Frau Giraud hatte vorhin gesagt, dass sie sich wünscht, dass wir das Analoge behalten. Und andererseits wurde eben gesagt, das Digitale wird kommen. Ohne das eine, ohne das andere kann ja nicht funktionieren. Also gibt's vielleicht noch in der Pause, ist noch was passiert? Wie kriegen wir das hin, dass das Analoge bleibt und trotzdem das Digitale sich weiterentwickelt? Weil wir brauchen das Handwerk. Ich bin selbst Handwerksmeister. Wir brauchen die Menschen, die noch irgendwas ausführen. Wir können nicht alles mit KI erledigen. Das wird nicht funktionieren. Also wie kriegen wir die Menschen wieder animiert, dass das Erschaffen von etwas, also Analogem, noch gut ist und das trotzdem eine Brücke gibt zu dem Digitalen? Ist das eine Frage an alle oder an Frau Giraud speziell? Jeder, der sich berufen fühlt. Also eigentlich ist Ihre Frage die Antwort. Ja? Also wenn wir uns wenigstens darauf einigen könnten, dass wir das Analoge nicht abschaffen, so wie ich es eben versucht habe mit dem britischen Supermarkt und so. Ja, also dass wir, oder auch fahren Sie mit der Deutschen Bahn und Verspätung, Formular, gehen Sie ins Internet. Ja, also das wäre einfach sozusagen der Prozess, wie wir es hinkriegen. Ja, ich bin auch nicht, also ich bin keine Digitalisierungsgegnerin, ich hänge die ganze Zeit am Handy. Ja, aber zu sagen, es muss möglich sein, noch einen anderen Weg zu haben. Ja? Und darauf müssen wir uns als Gesellschaft einigen. Und das hieße natürlich auch, die Kosten dafür zu zahlen. Wir machen ja, das haben wir eben diskutiert, die Digitalisierung, um Kosten zu sparen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber beides, dann müssten wir uns als Gesellschaft darauf einigen. Das wäre, glaube ich, das ist die Antwort. Wir wollen das erhalten. Ja? Ja. Und das kostet was. Ich glaube, es geht nicht darum, ein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Genau. Denn als der Fernsprecher eingeführt wurde, das Telefon, hat man ja nicht außengestellt, die Kommunikation wie gegenüber vier Augen. Also von daher, es geht nicht darum, etwas komplett abzuschaffen oder durch etwas anderes zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Und das Beispiel dafür, das Beste, ist der Fernsprecher, das Telefon, hat auch nicht ersetzt die Kommunikation zwischen den Menschen untereinander, sondern es hat sie bereichert über die Distanzen hinweg. Und so kann man es auch mit der künstlichen Intelligenz sehen. Sie soll einen zusätzlichen Beitrag dazu leisten, dass Prozesse optimiert werden, dass Ergebnisse eher den Wünschen entsprechen, die man an sie stellt, als dass man den Status quo beibehält und künstlich darauf verzichtet, ein weiteres Instrument zu nutzen, um die Bedürfnisse besser befriedigen zu können. Wobei wir ja vorher gerade das Thema hatten, dass wir eine Generation so haben. Das heißt, das war ja die Schlussfolgerung daraus, dass genau dadurch die Kommunikation letzten Endes unterbrochen wird und das Gesellschaftsleben unterbrochen wird oder wie auch immer abgeschafft wird. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Ich
glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, zielte die Frage auch ein bisschen dahin. Zum einen Handwerksmeister, also Digitalisierung nicht möglich, weil muss nun mal analog passieren oder Gott sei Dank passiert die analog. Aber eben andererseits auch nichtsdestotrotz eben die Gesellschaft, wie haben Sie es genannt, wischen. Die Gesellschaft wischen. Wo finden wir da, und das finde ich wirklich eine spannende Frage, wo finden wir genau da diesen Mittelweg? Herr Friedrich, möchten Sie auch noch was sagen? Also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt halt immer weniger Menschen haben, die halt dann auch einen Handwerksberuf ausüben, wird sich das dann auch dementsprechend durch Angebot und Nachfrage wieder austarieren. Das heißt, wir werden dann wieder Handwerkskunst zu schätzen wissen. Ne? Ich glaube, jeder kennt Manufaktum. Das sind dann so schöne alte Möbel oder irgendwelche handgemachten Rasierpinsel oder was es da alles gibt. Das wissen die Leute wieder zu schätzen. Und genauso dann ein schönes Möbelstück oder dann ein Handwerker, der einem eine Mauer hochziehen kann, weil es die breite Masse nicht mehr selber kann. Also wir haben ja, die meisten haben ja nur noch zwei Daumen zum so machen. Das heißt, die Generation, die jetzt herangezogen wird, wird sich dann nach dem wieder orientieren und wird es zu schätzen wissen, dass es da noch jemand gibt, der die gute alte Handwerkskunst sozusagen kann. Und das werden wir dann dementsprechend auch bezahlen. Und dann werden andere junge Menschen erkennen, in dem Beruf kann ich gutes Geld verdienen, als Schreiner zum Beispiel. Und dann wird er auch sagen, ich werde Schreiner, so wie, Jesus Christus oder so, hat er auch einen Handwerksberuf gelernt. Also dahingehend, glaube ich, wird es mit der Zeit sich wieder austarieren. Da bin ich absolut optimistisch eingestellt. Dann muss sich aber auch unser Schulsystem ändern. Das sage ich ganz klar. Da bin ich bei Herrn Völz absolut, absolut. Also unser Schulsystem zielt ja nur noch darauf ab, dass wir möglichst viele Abiturienten entlassen, die, weiß der Kuckuck, was für Studienberufe oder Studiengänge ergreifen, wo ich mich frage, was will man damit überhaupt irgendwann im Leben mal machen, außer vielleicht Politiker werden, keine Ahnung. Wenn ich ihn überhaupt dann abgeschlossen habe, das ist ja nochmal eine andere Frage. Und unser, wie wir es früher mal hatten, die Hauptschule, aus der bestimmte Berufszweige entstanden sind, die Realschule, Bankenberufe, die wir mal irgendwann erlernt haben, das waren regelmäßig Realschüler. Irgendwann kam diese Zäsur, dass Realschüler für einen Ausbildungsberuf in der Bank nicht mehr erwünscht waren. Es mussten dann Abiturienten sein. Unser Schulsystem ist doch genau das, was krankt. Und da danke ich Herrn Völz, dass er gesagt hat, wir müssen viel mehr in die Bildung stecken. Wobei ich nicht Bildung jetzt mit elitärer Bildung gleichsetzen möchte, sondern wir müssen auch die Hauptschule wieder zu einem wirklich wichtigen Schulzweig machen und nicht mehr zu eigentlich dem Ersatzprodukt einer, ich nenne das jetzt despektierlich, früheren Sonderschule. Das ist nicht so despektierlich gemeint, wie ich es jetzt ausdrücke, aber es fühlt sich mittlerweile so an. Jetzt muss ich dazu sagen, meine älteste Tochter ist auf die Hauptschule gegangen. Und jedes Mal, nachdem die von der Grundschule kam, also fünfte Klasse oder nach der vierten gewechselt ist auf die Hauptschule, wurde sie gefragt, auf welches Gymnasium gehst du denn jetzt? Und dann hat die gesagt, auf die Schule. Ja, das Gymnasium kenne ich ja gar nicht. Wo ist denn das? Ist eine Hauptschule. Also sie hat sich schon regelrecht dafür entschuldigt, dass sie auf eine Hauptschule geht. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Warum ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Warum muss jeder aufs Gymnasium gehen? Warum kriegen unsere Kinder ab der zweiten Klasse, ab der teilweise ersten Klasse schon Nachhilfe, nur damit sie ja aufs Gymnasium kommen? Die ganzen Studenten brauchen wir doch gar nicht. Ich merke, wir machen eine neue Talkrunde auf gerade. Es gibt noch mehr Fragen hier. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Gut, vielleicht wollen wir auch ein bisschen das Begriff, verwende ich mal den Begriff Mindset, ändern. Die OECD definiert Kinder von Akademikern, die nicht auch eine akademische Aufwand anschreiben, als Bildungsabsteiger. Ja. Krass. Was für ein Wahnsinn. Perverser Umstand. Ja. Pervers. Danke. Pervers, ja. Ich hatte eben noch gesehen, Sie hatten noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es geht, ja. Was mir aufgefallen ist, ich bin als Schiedsrichter in Deutschland etwas unterwegs. Und mir ist aufgefallen, im Osten wird sehr viel mehr demonstriert als im Westen. Und ich war mal Gastdozent in Uni Magdeburg und da ist mir aufgefallen, dass damals meine Studenten, ich war nur Gastdozent, sehr viel mehr Fragen stellten, als ich hier erfahren habe. Und nun ist meine Frage dazu, wieso sind die wacher als die hier, ich sag mal die Wessis? Danke. Ganz,
ganz einfach zu erklären. Die haben noch die Erinnerung an, genau. an den Sozialismus, an die DDR, an die Diktatur. Und das habe ich ja vorhin gemeint mit dem Generationenzyklus. Die andere Generation in Westdeutschland, das ist halt alles Jahrgang, 1920 oder so, die sind halt leider nicht mehr unter uns. Und die erinnern sich aber noch alle aus dem Osten. Die wissen noch, wie es war, in einem Unrechtssystem aufzuwachsen. Und die sehen jetzt die Parallelen. Ich spreche auch mit vielen Menschen aus dem Osten, die sagen einfach, ja, ich weiß, wie es ist. Es spürt sich genauso an wie damals. Hier läuft was gerade gewaltig schief und ich habe keinen Bock, nochmal in der Diktatur zu leben. Und deswegen sind die einfach ein bisschen wacher, werden aber von uns Wessis und von den Westmedien sozusagen dann gleich diskreditiert als die im dunklen Tal und die Ossis, die nichts drauf haben und alles Nazis. Ja. Und das macht die natürlich noch wütender und dann gehen sie noch mehr auf die Straße und werden noch radikaler. Und wenn man da mal ist auf so einer Demonstration, auf so einem friedlichen Montagsspaziergang oder was auch immer, dann sieht man da auf einmal nicht irgendwie Glatzen, Skinheads und Nazis, sondern sieht man da irgendwie 60, 70-jährige ältere Herrschaften, ältere Damen, die total friedlich mit einer Kerze in der Hand demonstrieren, weil sie halt noch diese Verbindung zu der Zeit vor 89 haben. Das ist der einzige Grund. Also uns geht es zu gut. Nein, uns ich stimme gut. Völlig zu. Ja, danke. Nee, also das ist völlig klar. Ja, ist so. Weil, wie ich ja eben schon sagte, man durch Erinnerung und Erfahrung lernt. Ja, genau. Mehr als durch kognitiv. Also ich meine, eigentlich müssten wir in der Bundesrepublik ja mit 70 Jahren politische Bildung und so weiter während den Anfängen, was wurde alles erzählt, sofort den Reflex gehabt haben, da ist doch was passiert. Hatten wir aber nicht, ja, weil wir es halt nur in der Staatskunde gelernt haben, während die noch eine Erinnerung haben, ja, sofort reagiert haben. Ich mache die Erfahrung auch, dass im Osten Deutschlands, ja, Leipzig, Dresden und so weiter, die Leute sofort sagen, oh, ich weiß, wie es funktioniert, Handy im Kühlschrank und ich kann nicht mehr alles sagen. Ne? Das ist absurd. Ja. Und wenn ich das versuche, aber irgendwelchen Freundinnen von was auch immer der Zeit oder dem Spiegel zu erklären, dass irgendwas ist, dann wissen die gar nicht, wovon ich rede. Ja? Also das ist das Problem. Ja. D'accord. Wir haben jetzt eine Frage von der linken Seite. Ja, das haben wir aufgelöst. Ne? Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Das haben wir aufgelöst. Rechts, der Betrachter links. Natürlich sieht es vielleicht als... Also ja, von der gut, Mensch... Von der alles menschliche Seiten. Weil es ist auch eine politische Frage. Also in dem Moment war das jetzt ganz gut. Und zwar, wir hörten ja, wir sollen jetzt nicht hier immer nur alle klatschen. Auch wir sollen mal was tun. Ich glaube, alle, die hier sind, sind schon sehr, sehr gute Multiplikatoren zu diesem Thema. Aber ich habe eine Frage an Frau Professor Gürow, und zwar, hier kam das Thema auf, wir brauchen ja einen Systemwechsel, weil wir ja sagen, mit dieser jetzigen Politik können wir ja so nicht mehr weitermachen mit dem Parteiensystem. Und ich hörte auch, wir haben das Problem von ganz vielen Nichtwählern. Also wir sagen, wir wollen einen Systemwechsel, aber wir haben ganz viele Nichtwähler. Wie würden Sie dem begegnen, um mehr von den Nichtwählern für einen Systemwechsel als Unterstützung zu bekommen? Danke. Also ich glaube, zumindest ich oder ich hoffe, dass ich nicht gesagt habe, wir brauchen einen Systemwechsel, sondern eher analysiert habe, dass wir wahrscheinlich in etwas sind, was man als solchen bezeichnen könnte. Das ist noch ein Unterschied, ja? Dass wir in so einem Prozess sind, wo es viele Indizien gibt, dass das irgendwie so am Start ist, ja? Es gibt ja tatsächlich viele Leute, Reichsbürger oder so, die das in Frage stellen, was ist, ja? Und darüber haben wir diskutiert, wie gefährlich das ist, unter welchen Umständen das passiert und so weiter. Wie könnte man die dafür gewinnen, die sozusagen abgeschrieben haben, ja, also die sozusagen tatsächlich nicht mehr zur Wahl gehen. Ich glaube, der einzige Mechanismus, das wirklich zu tun ist, dass man einfach wieder klar macht, dass ganz egal, ob Wahlen oder Lotterie oder partizipative Prozesse dazu führen, dass es demjenigen, der sich beteiligt, wirklich besser geht. Ja, also dass es eben nicht nur eine Befragung ist, eine Simulation und so weiter, sondern dass am Ende tatsächlich mehr Rechte, mehr Teilhabe und das Gefühl steht, wenn ich etwas sage, erfahre ich auch, dass es dann am Ende besser wird. Wie das zu organisieren ist, das weiß ich nicht, ja. Also das habe ich ja eben versucht zu beschreiben, dass wir tatsächlich noch nicht einmal in diesen Bürgerbefragungen diejenigen abholen, die das größte Protestpotenzial haben oder die sich am größten, sagen wir mal, auf der Verliererseite fühlen, ja. Und das ist ja das Schlimme. Also es ist ja wie im Betrieb mit einer inneren Kündigung, ja. Wenn ich das Gefühl habe, das interessiert mich alles nicht mehr und das erfahren wir ja jetzt, ja. Ich höre keine Medien mehr, ich höre das gar nicht mehr, die Tagesschau und so weiter. Dann ist man ja in so einem Prozess der inneren Kündigung. Und insofern, ich habe keine Antwort, ja, wie man jetzt sozusagen die Frage beantworten könnte, wie die eigentlich schon abgeschrieben haben, wie man die nochmal zurückholen könnte in eine Form von Demokratie, sodass sie das Gefühl haben, wenn ich was sage und was tue, ändern sich die Sachen für mich. Ja?
Ich danke auch nochmal für die Frage in Bezug darauf, mit dem, ich hatte das, glaube ich, gesagt, mit dem Klatschen, ja, weil das, ich meine mit Klatschen, das ist so wie mit Demonstrieren. Ich finde Klatschen ganz wichtig. Klatschen ist eine Emotion, eine Begeisterung, das trägt einen. Ich habe einfach nur gesagt, und deswegen ist mir das auch so wichtig, da nochmal darauf zu antworten, dass es dabei nicht stehen bleiben darf. Das ist genau wie mit dem Demonstrieren. Demonstrieren ist ein wahnsinnig wichtiges Grundrecht, aber es darf beim Demonstrieren nicht stehen bleiben. Zu glauben, dass wir mit Demonstrieren alles verändern, ist meine Überzeugung, wird nicht funktionieren. Und da ist jeder Einzelne gefragt, sich einzubringen mit seinen Talenten, mit seinen Fähigkeiten. Das ist vielleicht auch nochmal eine Ergänzung auf Ihre Antwort, dass wenn man selber das lebt, was man gerne von Herzen tut, sendet man damit Signale an anderen aus, an andere aus, die sagen, oh, das möchte ich auch. Und dadurch wird man irgendwie so ein Stein im Wasser, der ganz viele Wellen erzeugt. Ich sag nur Rose Parker, ja, eine schwarze Frau, die 1900, wann auch immer, 52 sitzen geblieben ist, ja, und den Platz nicht für einen Weißen freigemacht hat, hat alles ausgelöst, was danach passiert ist, ja, Martin Luther King und so weiter, eine Frau. Genau, ja? Einer ist nämlich. Eine, ja. Und das heißt, jeder, der im Zug sitzen bleibt und sagt, nee, die Maske zieht nicht auf, ist genau diese eine Rose Parker, ja, also das habe ich tatsächlich auch in den letzten. Das habe ich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten nicht verstanden, warum das nicht möglich war. Ja, also dass sozusagen dieses, eigentlich wir machen, du hast es eben schon gesagt, Sie haben es eben schon gesagt, wir machen das nicht mit, ja. Zumal jetzt wirklich jede Evidenz dagegen spricht. Das heißt, Klatschen ist das eine, aber einfach zu sagen, ich wehre mich, ja. Schwer genug. Die Menschen haben auch Angst. Ja, ich weiß, ich habe auch Angst, ja. Also ich habe jetzt auch schon echt einen hohen Preis bezahlt für alles Mögliche. Aber das ist ja genau das Problem. Solange alle Angst haben, kriegen sie uns. Ja. Wo haben wir, also hier war noch eine Frage. Entschuldigung für den Zwischenruf. Aber nee, bitte. Sie haben ja absolut recht. In Corona-Zeiten wurde es uns diktiert. Bleibt zu Hause, die Firma muss geschlossen werden, tragt die Maske. Das Thema heute Abend ist aber Energiepolitik in Deutschland, Energiepreise und die Inflation. Was sollen wir denn gegen die Preiserhöhung tun? Wir können doch gar nichts tun. Das ist doch am Thema vorbei, was Sie gerade gesagt haben. Na, es gehört schon zusammen. Wie soll der kleine mittelständische Unternehmer denn irgendwas gegen seine Stromrechnung, gegen die Gasrechnung tun? Der hat doch gar keine Chance. Also ich würde mal sagen, wenn 1 Million Menschen unter den Linden demonstriert, würde schon was passieren, ja? Und zwar 1 Million Menschen, die keine Angst davor hat, das haben wir jetzt mehrfach diskutiert, wenn da irgendein Reichsbürger auch noch steht unter der 1 Million, dass dann die 1 Million recht sind. Ja, darum geht's ja. Das ist doch genau der Punkt. Kontaktschuld. Genau. Und dass wir inzwischen uns das Recht zum sozialen Protest genommen haben oder nehmen haben lassen oder antizipieren, dass es uns schaden könnte, wenn auf einer Demonstration von, sagen wir mal hier, die Bilder von der Irak 2003, ja, wenn wir so in diesen Dimensionen demonstrieren würden, ohne dass einer Angst hat, dass auf so einer Demo dann 2, 3 problematische Fahnen sind. Aber die Rechnung kommt ja trotzdem. Die kommen immer, aber abgesehen davon. Absolut nichts. Ja, ich kann gegen die Politik demonstrieren. Aber ich kann doch nicht gegen die Energiepreise demonstrieren. Ich kann das es tun. Mit der Rechnung. Die Frage ist aber, verändere ich damit etwas? Senkt sich damit auf dem Weltmarkt die Energiekosten runter? Das glaube ich nicht. Ja, da möchte ich kurz was sagen. Also es gibt die 3%-Regel. Und wenn 3% einer Bevölkerung auf die Straße gehen, dann kann man wirklich was erzeugen, dann fängt an, die Politik zu kippen. Und aus dem Grund hat ja der Politik geht gerade der Allerwerteste auf Grundeis. Deswegen wird ja gewarnt vor sozialen Unruhen und werden Proteste als rechts degradiert, weil man weiß, dass diese Krise, Inflation und hohe Energiepreise das Potenzial haben, dass 3% der Bevölkerung auf die Straße gehen, wenn sie im Kalten sitzen. Frieren für den Frieden ist dann vorbei. Und aus dem Grund, was könnte die Politik machen? Sie könnte dann gezwungen werden, zu sagen, eins wieder anmachen. Nord Stream 1 und 2 mit der Anschalten, Sanktionen beenden. Ich möchte betonen, über 100 Länder weltweit machen nicht mit bei den Sanktionen. Darunter sind auch Demokratien. Es sind nur die westlichen Länder und vor allem Deutschland ganz vorne mit dabei. Und die Sanktionen wirken vor allem bei uns. Die schaden uns am allermeisten. Wir verlieren gerade Unternehmen, Arbeitsplätze wahrscheinlich bald und Wohlstand. Und dahingehend, die Politik könnte jetzt sagen, zum Beispiel Steuern auf Benzin reduzieren. Sie könnte sagen, wir machen Fracking. In Großbritannien hat man Fracking wieder
eingeführt. Fracking ist nicht so schädlich wie vor ein paar Jahren noch aber gedacht. Aber dazu braucht es dann eben diesen Protest und diese Gemeinschaft. Protest. Wir brauchen die 3%. Das heißt, die 3%, die jetzt hier zuschauen, plus hier im Studio. Das hilft dem guten Mann doch nicht. Das hilft ihm unmittelbar, hilft weil wenn 3 Millionen Menschen auf die Straße Rechnung, gehen, nein, dann gehen die Preise runter. Nein, bei, wenn manchem aufgemacht wird, geht der Gaspreis runter. Aber das dauert doch. Und der gute Mann hat doch jetzt seine Rechnung und die, nicht... In 3 Monaten die Politik oder in 5 Monaten. Die Politik wird einen Gasdeckel, einen Preisdeckel machen. Aber den zahlen wir entweder indirekt, linke Tasche, rechte Tasche, über Steuern oder über neue Schulden. Also zu denken, dass wenn die Politik jetzt morgen sich aufspielt, als wir sind der Retter, wir, hey Leute, macht euch keine Sorgen, der Gaspreis wird von uns gedeckelt, wie Macron es macht, dann denken die, können die nicht mal Mathematik, weil die wissen nicht, dass dann praktisch 2 Jahre später der Staat die Steuern erhöhen muss, weil die Kosten müssen ja irgendwie gedeckt werden. Wir sind der Staat, wir sind der Souverän. Der Staat hat nichts zu verschenken. Wenn der Staat uns 50 Cent oder 300 Euro schenkt, muss er irgendwo anders 1.000 Euro herbekommen. Und es zahlen die Unternehmen, es zahlt die Mittelschicht, es zahlt der Bürger. Punkt. Herr Völz wollte dazu noch was sagen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, gleich und sofort wirkend etwas zu tun. Ein bestes Beispiel ist die Gasbeschaffungsumlage. Die sollte jetzt eingeführt werden. Alles spricht dafür, es gibt jetzt auf einmal keinen Anhänger mehr in der Bundesregierung, dass die Gasbeschaffungsanlage tatsächlich Realität wird. Das sind 34 Milliarden Euro, die nicht gezahlt werden müssen von den Verbrauchern. Das wäre anders gelaufen, wenn es sich dort keinen Protest ergeben hätte. Und was das Fracking angeht, das muss man sich mal vorstellen. In Niedersachsen liegt Gas für 40 Jahre. Ja. 40 Jahre lang könnte das, was wir bislang aus Russland bekommen hätten, in Deutschland gefördert werden. 95% des Gases haben wir bislang aus Russland bekommen. 95% waren wir importabhängig, 55% davon kamen aus Russland. Und wir könnten das, was aus Russland kommt oder gekommen ist, pro Jahr 40 Jahre lang durch eigene Förderung substituieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist unter ökologischen Gesichtspunkten sicherlich besser als das, was wir über den Atlantik schiffen aus Nordamerika, aus USA. Für 200 Millionen, ja. Genau, genauso Kohle. Wir machen jetzt das erste Kohlekraftwerk wieder an. Wir haben mit Milliarden die Zechen subventioniert und zugemacht. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, ob man sie vielleicht wieder aufmacht, bevor wir dann Kohle aus der Tschechei oder aus Polen holen, teuer. Also es ist einfach nur absurd. Die Politik hat die Möglichkeiten. Ich habe gefordert, ganz klar in meinem letzten Newsletter, die Atomkraftwerke müssen am Netz bleiben, und zwar auf unbestimmte Zeit. Die 3 abgeschalteten Atomkraftwerke, die immer noch da sind und die sicher als sicher gelten, sagt sogar der TÜV, wieder anschalten, wieder reanimieren. Dann Kohleabbau müssen wir überlegen. Dann Gasfracking absolut, dass wir auch nach Gas bohren. Ich glaube, das sind die konkreten Vorschläge, aber ich denke, die Frage ist, also man kann sie wahrscheinlich nicht ganz beantworten, weil es ist ja sehr individuell. Wir haben es erfahren, bei Ihnen ist eine Erhöhung noch nicht so angekommen. Bei, was war das, Ihrem Sohn? Oder was? Nee, bei meinen Schwiegereltern. Bei Ihren Schwiegereltern ist es schon angekommen. Also von daher, aber ich glaube, der Punkt ist genau der. Also das klingt jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, erstmal in der Ruhe zu bleiben, sich wieder zu sortieren, durchzuatmen, sich mit Menschen zu vernetzen, die einem helfen. Der Mensch will von seinem Wesen her anderen helfen und da auch im Vertrauen zu bleiben, dass das zu ihrem Besten ausgeht. Ich weiß, das klingt vielleicht etwas kitschig und mag auch so jetzt nicht so das Konkrete, was man sich wünscht. Hier ist der Scheck mit 5.000 Euro und damit ist man erstmal ein Jahr sicher. Ich glaube, das haben wir alle im Moment nicht. Ja. Und es aber auf der Ebene anzugehen und zu gucken, irgendwie, wie komme ich jetzt erstmal wieder in die Ruhe, nachdem ich mich aufgeregt habe. Und was kann ich tun? Präsenz zeigen, darüber haben wir ja gerade gesprochen, ist wahrscheinlich aus meiner Sicht die beste Kombination, die man im Moment machen kann, um dem zu begegnen. Nochmal, es hilft dem guten Mann gerade momentan überhaupt nicht, weil er jetzt ab 1.10. vermutlich diese Rechnung irgendwie bezahlen muss. Ja, aber es ist, worauf ich hinaus will, ist, morgen kriege ich vielleicht oder Sie oder Sie oder Sie dieses Schreiben. Dann hilft mir das auch alles nicht mehr, weil ich werde es nicht mehr bezahlen können. Was aber hilft, ist, nach dem ersten Moment des Schocks, der Aufregung, der Wut darüber, die man auch zulassen muss, trotzdem erstmal zu gucken, dass man daran nicht zugrunde geht. Also ich glaube, der Staat wird es alles übernehmen bei Uniper.
Der wird einfach sagen, wir lassen, also weil viele Bürger würden sich zahlen können, ja, oder wollen sich zahlen. In Italien, in England werden die Gasrechnungen prominent auf Video festgehalten, wie sie verbrannt werden, ja. Die werden einfach nicht zahlen. Die Italiener werden nicht zahlen. Punkt aus. Und dann wird ihnen halt vielleicht das Gas irgendwie abgestellt, aber dann wird der Staat einspringen. Und unser Staat ist ja schon sozialistisch angehaucht. Das heißt, er wird dann nochmal 8 Milliarden in irgendwie ENBW oder wo reinstecken, um die zu retten. Das heißt, dann werden die halt alle verstaatlicht, die ganzen Unternehmen. Und damit wird man sich Zeit kaufen, bis dann die Energiekrise gelöst ist. Aber dann wird die Politik auch zum Handeln gezwungen. Da muss sie wieder über Atomenergie nachdenken, über Gas und so weiter und über andere Möglichkeiten, dass man dann vielleicht doch irgendwie die Energie und die Elektrizität irgendwie herbekommt zu günstigen Preisen. Weil ansonsten hat man da draußen Bürgerkrieg. Ganz glauben einfach. Sie, glauben Sie wirklich, dass die Politik ein Unternehmen mit 5, 4, 3, keine Ahnung, Mitarbeitern unternehmen würde? Nee, nicht übernehmen, nein. Also ein Unternehmen werden sie pleite lassen, aber wenn halt Tausende oder auch Verbände auf die Straße gehen und sagen, so, es reicht, wenn 2 Millionen vor dem Bundestag stehen, ja, dann brennt die Hütte, dann geht denn da... Aber eben friedlich, das meine ich. Immer friedlich, aus um Gottes Willen. Aus der Ruhe heraus und friedlich. Zeigen. Ja. Deswegen, das war meine absolut Intention zu sagen, erstmal in die Annahme zu gehen und zu sagen, okay, ich kann es jetzt gerade in diesem Augenblick nicht zu meiner vollen Zufriedenheit lösen. Ich bleibe aber friedlich, vernetze mich mit Menschen und zeige Präsenz. Absolut. Ja. Wir haben eine weitere Frage. Ja, wenn ich Frau Giro richtig verstanden habe, sind wir ja in einer Krise der Vorstellungskraft. Also wenn ich höre aus der Seite der Wirtschaft, dass immer die Politik irgendwie schuld ist, dann würde ich ja davon ausgehen, dass die Politik irgendwas zu bestimmen hat. Aber müssen wir da nicht etwas größer denken? Weil wer bestimmt denn den Plan der Politik? Also ich denke, das macht die Wirtschaft. Dann müssen wir gucken, wer aus der Wirtschaft diese Bestimmung oder diese Entscheidung trifft und wie das dann durchgereicht wird. Also müssen wir das nicht eher umkehren und sagen, ist es nicht eher dann die Wirtschaft, die wir neu denken müssen, beziehungsweise, was Frau Giro auch gesagt hatte, wenn wir einmal denken, wir wollen jetzt in einer Demokratie leben, was bisher nur simuliert wurde, also in einer echten Demokratie, wie müsste dann eine Wirtschaft aussehen? Und ist das nicht so, dass das dann nur eine Wirtschaft sein kann, die nicht kapitalistisch ist? Weil ich sehe das anders als Herr Friedrich, glaube ich. Ne? Herr Völz, Herr Dr. Völz. Ja, Achso, Herr Friedrich. Ja, genau. So. Beide mit das, F. Dass das eher eine PR-Masche ist, die uns vorgegaukelt wird, dass es in einen Sozialismus geht, sondern ich sehe das eher so, dass es in eine neue Stufe des radikalen Kapitalismus geht, wo das, was vorher im Kapitalismus sozusagen die Umwelt war, also die Voraussetzungen der bisherigen Produktion, nämlich die Umwelt, der menschliche Körper und so weiter, jetzt zu einem Objekt der Wirtschaft wird. Also das heißt, unsere Gene, unsere Biomasse, unsere alles wird jetzt plötzlich zu einer Verfügungsmasse der Wirtschaft und die bisherige Wirtschaft wird diesen Schritt nicht überleben. Das heißt also, das Einzige, was wir tun können, ist aussteigen und uns etwas Neues überlegen, weil nur das geht dann ohne Kampf sozusagen. Ne? Und meine Frage wäre, wären die Vertreter der Wirtschaft bereit, einmal darüber nachzudenken, wie eine Wirtschaft aussehen würde, die nicht kapitalistisch wäre? Weil das sehe ich als die einzige Möglichkeit, weil sonst haben wir verloren. Es gibt in den sozialen Medien eine tolle Abbildung, und zwar eine Nachtaufnahme von Nord- und Südkorea. Nordkorea Kommunismus, Südkorea Kapitalismus. Nordkorea absolute Dunkelheit, Südkorea Helligkeit. Das reicht an dieser Stelle, glaube ich. Reicht, ja, klar. Wobei wir die Begriffe, also ich meine, nochmal auf die Frage zurück, ja. Wir streiten uns seit vielen tausend Jahren über den dritten Weg, ja. Das hat ja jetzt nicht irgendwie Schröder und Blair erfunden, ja. Wir haben alle irgendwie ein Bewusstsein dafür, dass wir mit dem kapitalistischen Ressourcenverbrauch, wie wir ihn machen, diesen Planeten ruinieren, ja. Das würde dafür sprechen, dass wir vielleicht die Lichter zwischen Nordkorea und Südkorea irgendwie mal ein bisschen halbieren, ja, weil irgendwie, jetzt machen wir ja schon die Lichter aus. Also das ist ja die eigentliche Systemfrage. Wir haben diskutiert über Systembruch und Demokratie, aber die Frage, die wir nicht zulassen, oder nicht diskutieren, ist tatsächlich die, ob wir ein anderes Wirtschaftssystem überhaupt bereit wären zu denken, das nicht kapitalgetrieben ist. Ja, ich hätte eine ganz einfache Antwort, nämlich Republik, ja,
Res Publica, eine gemeinwohlorientierte Ökonomie. Da gibt es ja auch viel Literatur zu. Aber die eigentliche Frage, es gibt ein gutes Buch, wir dürfen ja nicht lange antworten, Benjamin Kunkel, Utopie oder Untergang? Ja? Und Ihre Frage zielt genau darauf hin, eine Gesellschaft, die keine Utopien mehr hat, geht unter. Das heißt, selbst wenn wir das nicht schaffen, aus dem Kapitalismus, wie wir ihn gerade verstehen, auszusteigen, obwohl wir doch wissen, dass wir besser aussteigen würden, weil sonst haben wir zu viele Ressourcen, sollten wir wenigstens in der Lage sein, eine Utopie zu skizzieren, wie wir es besser machen und uns an der abarbeiten. Wir müssen ja nicht dahin kommen, ja, aber das ist dann wirklich Schillers Glocke, ne? Wie heißt es da? Tiefgemauert in den Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute soll die Glocke werden. Frischgesellen, seid zur Hand von der Stirn, der heißt, rinnen soll der Schweiß. Doch der Segen kommt von oben. Irgendwie so. Ja, was ich sagen will ist, passt. Was ich sagen will, und das ist wichtig, das, was wir gerade diskutiert haben, die ganze Kleinteiligkeit ist immer, wir haben ein Problem, wir müssen es lösen. Und immer ist der Diskurs, das müssen wir jetzt schnell lösen und pragmatisch lösen und dann denkt niemand mehr nach. Ja? Was ich aber weiß, ist, wenn Sie in der Wüste sind und Sie gehen ohne Kompass los, dann kommen Sie nach einem Tag Spaziergang in der Wüste genau da wieder an, auf plus minus 300 Meter, wo Sie losgegangen sind. Das heißt, der Kompass zu wissen, wo wir hinwollen, selbst wenn wir da nicht ankommen, ist das Allerwichtigste. Und deswegen mache ich immer ein radikales Plädoyer für Utopien. Eine Gesellschaft, die sich nicht mehr an Utopien abarbeitet, hat kein Ziel mehr. Selbst wenn sie diese Utopie der Wirtschaft ohne Kapitalismus nie erreichen wird, sollten wir sie wenigstens als Utopie skizzieren können. Und das, glaube ich, ist echt auch eine Aufgabe der Zeit. Herr Friedrich, wollen Sie noch was dazu sagen? Ich stimme dem voll zu. Tatsächlich, so, ja. Wir haben hier vorne. Okay, ja, vielen Dank. Alle Zuschauerinnen, hallo. Danke am Moderator, der auch hinten die Augen hat. meine Frage zielt, kommt alles mit so zusammen, was wir heute Abend besprechen. Frau Schneider sagte vorhin als Schlusswort so ungefähr, was wir nicht hätten machen dürfen, uns die Türen zuschließen lassen, also die Geschäfte schließen und so weiter. Ich habe mich gefragt, wie viele andere auch, warum stehen die Mittelstandsverbände, die Kammern nicht auf? Jetzt die Frage, heute Abend haben wir Energiethema. Herr Flöß oder auch die anderen, welche Chancen, welche Möglichkeiten sehen Sie, dass jetzt Mittelstandsverbände, die Kammern aufstehen und sagen, wir sagen doch immer, der Mittelstand ist das, was wir in Deutschland haben, das macht uns aus, den dürfen wir nicht kaputt machen. Also wir müssen die Energiepolitik jetzt ändern. Also es geht so nicht. Also der Mittelstand, vorhin kam die Sache, der Bäcker muss schließen oder so, weil er das Brot nicht mehr für den Preis verkaufen kann. Also jetzt einfach mal auch zu fragen, nicht nur wir Menschen gehen auf die Straße, sondern auch die Verbände, die sind ja schließlich Wirtschaftsvertreter, Interessensvertreter. Gibt es da eine Möglichkeit? Wir haben eine Vielzahl von Mitgliedern, insbesondere in den neuen Bundesländern, die in der Tat auch diesen Weg gehen, auf die Straße gehen und demonstrieren. Wir als Verband haben für uns entschieden, dass um den Gesprächsfaden zur Politik nicht abzureißen, und da laufen wir wirklich in der Tat Gefahr, dass dies passiert, dass das nicht der ideale Weg ist. Also es wird sich von uns keiner ans Kanzleramt ketten oder vom Brandenburger Tor selbst verbrennen. Das ist nicht das, was zu meinem Ziel führt. Das war nicht die Frage, dass Sie auf die Straße gehen, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Sie sind ja in Kontakt mit der Politik. Da sind wir zu Genüge bei, die Politik zu beeinflussen. Insbesondere auch das Bundeswirtschaftsministerium. Kanzleramt sind wir noch nicht so erfolgreich. Aber im Bundeswirtschaftsministerium haben wir eine ganze Menge Kanäle, die wir auch bespielen. Mit welchen Erfolgsaussichten? Bislang bescheiden, gebe ich zu. Ja. Aber nichtsdestotrotz lassen wir nicht nach mit den Forderungen. Und ich habe das vorhin ja einige Beispiele auch genannt. Die Politik unter Druck zu setzen, Entscheidungen zu treffen, die sie treffen kann, ohne Brüssel fragen zu müssen und ohne sich groß vergewissern zu müssen, ob das auch in Ordnung wäre. Andere Länder machen uns das vor. In Frankreich hat der Präsident entschieden, dass der Strom in diesem Jahr nur um 4% steigen darf. Ich frage mich, warum unsere Bundesregierung das Skrupel hat, nicht in ähnlicher Weise vorzugehen, weil das würde sofort Entlastung bringen und würde auch eine ganze Menge Spekulation aus dem Markt rausnehmen. Haben wir noch eine Abschlussfrage? Hallo. Ja, hallo. Erstmal möchte ich Ihnen danken für das Projekt Fair Talk. Also ja. Vielen Dank. Ich nehme das gerne fürs gesamte Team entgegen. Vielen Dank. Und eine Frage an Herrn Friedrich. Sehen Sie die Gefahr einer Hyperinflation oder einer Depression sogar? Ja. Gerne.
Ja, also Spaß beiseite. Nee, also tatsächlich, das geht schneller, als man denkt. Also Seneca hat gesagt, der Aufbau geht langsam, aber der Ruin geht schnell. Und wir sehen halt einfach, dass die Politik, also die EZB wird wieder ins Gelddrucken übergehen und die Zinsen wieder senken müssen zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn sie dann nicht mehr die Inflation bekämpft, sondern die Rezession. Und aus einer Rezession kann sehr schnell eine Depression werden. Wir werden nächstes Jahr definitiv eine Rezession sehen. Wir sind auch schon in einer Rezession eigentlich, aber es geben die Zahlen noch nicht so her. Und wahrscheinlich sogar eine globale Rezession. Die OECD hat jetzt die Wachstumsaussichten massiv reduziert. Und wenn wir dann natürlich dann eine Deindustrialisierung sehen, wenn wir dann sehen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wenn die Geldpresse wieder angeschmissen wird, dann kann ganz schnell aus einer Inflation eine Hyperinflation werden und aus einer Rezession eine Depression. Deswegen die Chancen sind nicht schlecht, dass wir 100 Jahre nach der großen Hyperinflation ein Jubiläum feiern und gemeinsam dann sagen, so, jetzt ist sie da. Und das hat natürlich wirklich, also ganz schlimme Auswirkungen, weil wir wissen alle, was aus dieser Hyperinflation und aus der Depression entstanden ist im letzten Jahrhundert. Dann werden halt noch mehr extreme Parteien gewählt werden und an die Macht kommen, weil dann kommen irgendwelche Schreihälse, die halt irgendwelche leichte Lösungen propagieren und dann sind die Leute so verzweifelt, dass sie denen glauben. Und das ist die große Gefahr, vor der wir stehen, vor der ich auch warnen möchte. Und da muss sich auch die Politik in Berlin wirklich selber unter die Nase reiben, dass sie dann da auch für verantwortlich sind. Die bereiten gerade das Fundament, den Nährboden für ganz schlimme Zeiten. Was ist mit dem Producer Price Index, also PPI oder beziehungsweise Erzeugerpreisindex? Erzeugerpreisindex in Deutschland. Ist da nicht das beste Beispiel dafür? Ja, genau. Wir haben da schon Hyperinflation eigentlich, weil die Produzentenpreise sind um 45,8% gestiegen jetzt im August. Das ist das Allzeithoch seit Datenerhebung im Jahr 1949. Und der Erzeugerpreisindex ist auch immer ein Vorreiter für die Inflation. Das heißt, Inflation wird in Deutschland noch weiter steigen. Deswegen kommt ja schon Bundesbankpräsident Nagel raus und sagt, oh, nächstes Jahr könnte es zweistellig werden. Ich kann jetzt schon was verraten, es wird auf jeden Fall zweistellig, weil diese Kosten muss dann auch die Industrie natürlich entweder weitergeben an den Endverbraucher oder die Unternehmen gehen pleite. Das heißt, wenn Unternehmen die Kosten nicht weitergeben können an den Endverbraucher, stehen sie vor dem Aus und sie müssen es weitergeben. Und wir sehen doch überall schon entweder Shrinkflation, also dass die Verpackungen kleiner werden, der Preis bleibt gleich, das ist man clever, Unilever und Nestle, oder halt, dass die Preise einfach anziehen, ne? 3 Euro für die Butter und so weiter. Und da müssen wir uns dran gewöhnen, die Preise werden meiner Ansicht nach nicht nachhaltig sinken können. Also wir sind jetzt in einer Mangelwirtschaft, Kriegswirtschaft, ne? So wie wir es wollten, ne? Also ich wollte nur sagen, dass auch der Prozess, dass die Straße nach rechts kippt, ja, und dann vom Kapital instrumentalisiert wird, keine neue Geschichte und so weiter. Zyklen. Haben wir alles schon gehabt, ja. Und das erinnert aber dann auch an die Frage, die eben gestellt wurde, ja. Also was lernen wir eigentlich in solchen Momenten? Ich möchte jetzt gar nicht hier irgendwie so, keine Ahnung, spirituell überhöhen, ja. Aber in dem Moment, wo man lernt, dass man ein Silbermesser gegen Butter kauft, ja, hat man ja vielleicht doch was gelernt, ja. Das ist nämlich schon Midas, ja. Die Goldkugel wünscht dir was und dann stellt man fest, die Orange wird zu Gold, man kann sie nicht essen. Also ich will das jetzt gar nicht pathetisieren, ja, darum geht's mir nicht. Aber wenn wir aus Krisen was lernen, dann vielleicht ja eben auch, was wirklich etwas wert ist, ja. Und wenn wir vielleicht etwas lernen sollen, dann nehme ich Ihre Frage, die ich wirklich ganz toll fand, ja, dass nämlich irgendwie so diese Blasenfinanzwirtschaft es vielleicht doch auch nicht tut, ja, oder eben jetzt in eine Riesenkrise geraten ist, ja. Übrigens, interessanterweise hat ja Putin vor ein paar Wochen eine Rede gehalten, wo er eigentlich genau das gesagt hat. Da hat er gesagt, auf Englisch so, it will come the time, ja, wo sozusagen wir wieder auf eine Wirtschaft umstellen, in der das, was ist, ja, Materialressourcen und so weiter, Sachwerte, und dann kann man sich jetzt mal vorstellen, in welcher sozusagen russisch-amerikanischen Dimension auch dieser Konflikt zu sehen ist, ja, weil die Amerikaner haben Dollarblasen und die Russen haben was anderes, ja. Also ich glaube, das ist nicht ganz trivial, was wir hier diskutieren. Das ist nämlich tatsächlich nicht nur Inflation, sondern was steht dahinter an Materialwert und welches ökonomische System lässt sich daran abbilden, ja. Also wir sehen gerade, müssen uns alle klar sein, dass wir gerade live Geschichte erleben. Absolut. Was jetzt gerade passiert, wird in 20 Jahren in Geschichtsbüchern drinstehen. Und wir erleben gerade das Ende unseres Geldsystems. Und der Amerikaner sagt völlig zu Recht, follow the money. Es geht alles immer nur ums Geld, ja. Geld regiert die Welt. Und wir sehen einfach gerade, der Amerikaner mit Pax Americana, also dass praktisch der US-Dollar die Weltreservewährung ist, gerät in Gefahr. Ne? Die ersten Öldeals, Gasdeals mit Saudi-Arabien, China, Russland werden gerade in anderen Währungen getätigt. Und da hat der Ami auf gut Deutsch keinen Bock drauf. Ne? Klar, weil wer das Geld regiert, da regiert die ganze Welt. Der kann auch überall einmarschieren ohne Sanktionen. Und dahingehend wird... Ja, Sie dürfen klatschen. Ja.
Und wir sehen das Ende unseres Chiralgeldsystems, ja. Also das Geld aus dem Nichts geschöpft wird und diesen Wachstumszwang, den wir inhärent im System haben. Das System muss ja ständig wachsen, damit die Kredite bezahlt werden können. Da sehen wir gerade ein Ende und es wird vielleicht in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren passieren. Aber wir werden Zeitzeugen davon. Noch danach wird ein neues Geldsystem kommen, aber das wird eine extra Sendung. Aber so viel zum Thema, die Sanktionen wirken, ne? Ja, bei uns, ja. Klar. Für die Amis funktioniert's. Ne? Dollar auf dem Allzeithoch, teures Fracking nach Deutschland verkaufen, Waffen verkaufen, läuft. Herr Völz, Ihr Schlusswort? Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben und ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen tun mit dem Amerika-Bashing. Ich sehe die Vereinigten Staaten von Amerika nicht in erster Linie als großen Feind an, sondern das Land, das uns ermöglicht hat, in Frieden und Freiheit die Wiedervereinigung zu erlangen. Die Russen aber auch, oder die Sowjetunion. Gorbatschow hat das Geschenk der Wiedervereinigung gemacht. Ja, ich also sehe schon, das ist schon ein zweites Thema für euch. Wir müssen wahrscheinlich das hier als wöchentliche Rubrik einführen. Und zwar der Konstellation. Also, der Amerikaner steht sich selber am nächsten, Herr Völz. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. Es geht um geopolitische Interessen. Das einzige Land der Welt, das die Weisheit von Lord Palmerston nicht beherrscht, dass es nämlich keine Freunde in der Welt gibt, sondern nur Interessen. Das Einzige, das es nicht beherrscht, das sind wir Deutsche. Genau, da gebe ich Ihnen recht. D'accord. Ja. Trotzdem bleibe ich dabei, die Wiedervereinigung hätte es unter dem Schutz der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so gegeben. Ja, aber auch das können wir historisch nochmal ausdiskutieren. Ja, also nächste Runde. Ja. Machen wir nächste Runde. Vielen Dank, Professor Ulrike Bero, Dr. Hans-Jürgen Völz, Marc Friedrich und Judith Flora Schneider. Vielen Dank an alle hier im Studio, ans gesamte Team. Ich sage gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Auf Augenhöhe.